eine Katze, zwei Katzen und jede Menge neue Blaster, die ich euch in meinen kommenden Videos dann vorstellen werde. Ja, heute stelle ich euch mal aus der neuen Nerf Elite Junior Serie den Explorer vor. Hier seht ihr schon mal die Verpackung. Blaster ist noch original verpackt und den werde ich jetzt mal auspacken. Es gibt 5 Blaster aus dieser Nerf Elite Junior Serie oder Linie. Und zwar einmal den heute gezeigten, also den Explorer. Dann hätten wir hier einmal das Ultimate Starter Set. Das hier ist das Rookie Pack. Dann haben wir hier noch die Flyer und zu guter Letzt das Voyage Target Set. Dann schauen wir uns den Blaster mal an. Also normal sind ja die Nerf Blaster ab 8 Jahre. Und ich denke mal, Hasbro hat sich gedacht, wie könnte man den Eltern noch früher das Geld aus den Taschen ziehen? Ach, da machen wir doch einfach mal so eine Junior-Serie. Die wird damit beworben. Also wir haben ein Frontlader-Design, das soll das Einführen von Darts erleichtern. Und der Blaster im Allgemeinen soll sehr einfach zu handhaben sein. So, hier haben wir jetzt die Explorer. Verarbeitung ist sehr gut, da gibt es nichts zu bemängeln. Erinnert uns ein bisschen an die Super Soaker von den Wasserpistolen. Das ist so ein bisschen dieses weichere Plastik, kann auch mal runterfahren, geht nicht so schnell kaputt. Dann haben wir, hier vorne kommen die 4 Darts rein. Eine sehr große Visierung, sage ich jetzt mal. Also wenn man das hier so bezeichnen kann, wenn man hier so durchguckt, das ist schon ein größeres Loch. Zum Laden diesen Bereich hier auch ein bisschen größer, damit die kleinen Patschehändchen schöner reingreifen können. Des Weiteren sehr großen Abzug hier zu sehen. Hier unten für die kleinen Patschehändchen draufzulegen und noch einen Handguard, der dann diesen Bereich schützt. Rein vom Gefühl her würde ich es mal behaupten, ohne vorher den Blaster gewogen zu haben. Die Explorer ist schwerer als ein Disruptor. Schauen wir mal. So, wir haben hier 327 Gramm. Pfupp. Das ist immer die Disruptor. Das muss ich mal so hinlegen. Doch, ist fast 350 Gramm, 348 Gramm. Die ist sogar noch ein bisschen schwerer. Nur wenn man die Blaster mal in der Hand hält, kommt die Explorer ein bisschen schwerer vor. Vielleicht, weil sie halt ein Ticken kürzer ist und deswegen das, wie soll man sagen, das Material sich mehr auf dieser kürzeren Fläche verteilt dann. Ja, hier vorne kommen die Darts rein. Es werden sogar Darts mitgeliefert und Hasbro war großzügig. Doppelte Menge an Darts, die normalerweise reinpassen. Man kennt es ja eigentlich so aus der Vergangenheit. Es wurden immer nur so viele Darts mitgeliefert, wie zum Beispiel in das Magazin reingepasst haben. Da wird jetzt hier wohl eine Ausnahme gemacht. Jetzt muss ich mal gerade was... Der ist leichter. Und der lässt sich schwieriger reinstecken und der auch. Okay. So. So, so. Jetzt wollte ich auch noch was zeigen. Und zwar hier wird der Blaster ja geladen. Ich habe jetzt leider nicht so ein Fischwiegegerät. Das kennt bestimmt der eine oder andere von euch, der Angler ist. Da kommt ja unten der Fisch dran. Und dann kann man das so hochhalten. Da ist das so eine Skala. Das hätte ich jetzt diesen Haken dran machen können. Und dann hätte ich mal nach hinten gezogen. Dann hätte man mal gesehen, wie viel... da gibt es eine bestimmte Bezeichnung. Jetzt habe ich vergessen. Man benötigt, um das nach hinten zu ziehen. Ich finde nämlich... Das ist schwerer als bei einer Disruptor. Also hier muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden. Boah, also das ist schon gar nicht mal so leicht. Jetzt schon, weil der Blaster geladen ist, um die Darts verschießen zu können. Und bei der Disruptor, finde ich, geht das eigentlich genauso schwer. Und deswegen finde ich das jetzt auch nicht, wenn das so beworben wird, dass es für Kinder jetzt leichter sein soll, den Blaster zu bedienen, irgendwie so ein bisschen falsch von der Bezeichnung her. Des Weiteren wurde
bei der Explorer keine Schiene verbaut. Also man kann kein zusätzliches Zubehör dran machen, wie zum Beispiel jetzt hier bei der Disruptor. Da gibt es ja dann in diesem Bereich eine Schiene, da kann man ein Schild von Stampede dran machen, ein Zielfernrohr oder zum Beispiel eine Lampe. Also das wurde hier komplett weggelassen und hier passen dann halt 6 Darts rein. Was mir auch noch aufgefallen ist, um den Trigger, also den Abzug zu drücken, muss man hier schon sehr viel Kraft aufwenden. Das geht bei der Disruptor viel leichter von der Hand. Ja, ich stehe auf ungefähr 6 Meter bis zu dem Schießgerät da hinten. Und schauen wir mal. Also, zum Laden dann, wie gesagt, einmal hier in die Hand nehmen. Das wird dann nach hinten gezogen. Man kann es ja eigentlich idealerweise mit 2 Fingern machen. Zack. So. Oh Gott. Also ich halte den Blaster jetzt gerade. Gut. Also manche sind gut und manche sind dann weniger gut. So, nochmal. Also, wieder gerade gehalten. Boah, es war voll der Rohrkrepierer. Der ist hier vorne einfach rausgepurzelt. Der ging ein bisschen raus, aber nicht mehr ganz. Hier macht der keinen guten Eindruck. Dasselbige. So, nochmal. Ja, dann lasse ich den mal weg. Irgendwie will der nicht. So, und einen machen wir noch. Und hier genau dasselbe. Naja, also ich muss ja sagen, das ist ja mal kein gutes Schießergebnis, wenn die Darts einfach drin stecken bleiben oder sie fliegen mal weiter, mal kürzer oder purzeln vorne einfach raus. Naja, hier sind die guten Accu-Strike Darts. Versuchen wir es mal, ob es damit besser funktioniert. Jetzt muss natürlich die Katze da rumlaufen. Weg. Sehr schön. Dup, dup, dup. Gut. Aha. Geht doch. Die konnte ich auch viel leichter da reinstecken. Aber der hat dann wieder ein bisschen weniger von der Reichweite. Der ist wieder ganz gut geflogen. Jo, also. Vielleicht liegt es an den mitgelieferten Darts, das sind das ganz normale 0815 China Darts. Die sind schon wieder ein bisschen schwerer reinzustecken. So, das gucken wir nochmal. Oh, ey. Nee, nee, also das ist mit der Flug wieder gut. Ja, der war ein bisschen weniger und der war schlecht gewesen. Also es kommt wohl ja teilweise auf die Darts an. Dann hat man, ich sag mal, eine gute Reichweite und die Darts fliegen auch schön gerade. Oder das Ganze ist halt Murks, dass die halt in Bezug auf die Reichweite nicht weit fliegen oder dann halt direkt nach vorne runterputzeln. Ich habe jetzt mal die mitgelieferten Darts in die Disruptor reingemacht. Schauen wir mal, ob das besser funktioniert oder ob die dann teilweise vorne drin stecken bleiben. Ohohoho. Wow, also ihr seht schon. Oh, Moment, nochmal. Hier will sich, okay, da will sich gerade was nicht drehen. Ich muss den hier weiter reinstecken. Genau, so, jetzt geht's. Aber ihr habt gesehen, da steckt viel mehr Power dahinter. Das ist schon, jo, also, ja gut, jetzt kann man sagen, nichts für Kinderhändchen ab 6 Jahren. Der Blaster ist ja ab 8. Aber in Bezug auf Reichweite, Power, wie die Darts verschossen werden, und ihr habt gesehen, die werden auch verschossen, ist das hier schon mal der interessantere Blaster. Ja, abschließend lässt sich sagen, ich persönlich finde jetzt die neue Explorer aus der Nerf Junior Serie nicht so überzeugend. Okay, das Design ist schön kindgerecht gehalten, der Blaster ist angenehm klein, man kann den Abzug gut bedienen. Der ist aber vom Druckpunkt her sehr, sehr schwer. Also man muss hier auch Kraft aufwenden, um den nach hinten drücken zu können. Das geht bei der
Disruptor 10-mal einfacher. Zumal, um den Blaster zu laden, wird ja dieser Bereich hier nach hinten gezogen. Finde ich, ist vergleichbar mit der Disruptor, wenn das hier nicht sogar einen ganz kleinen Ticken leichter von der Hand geht. So, dann kann man hier kein Zubehör dran befestigen, weil auf die Schiene wurde verzichtet. Man hat zwar diese Visierung hier und dieser fasst halt nur 4 Darts und die Disruptor zum Beispiel 6. Also im Großen und Ganzen kann ich den Blaster nicht empfehlen. Ihr habt es auch gesehen eben beim Reichweitentest auf 6 Meter. Die Darts flogen mal weiter, mal kürzer, mal sind sie drin stecken geblieben. Und die Disruptor hat eigentlich alles rausgeballert mit einer richtig schönen Reichweite. Die sind ja gegen die Wand geflogen und einer ja, viel, viel besseren Speed. Okay, 8 Jahre, 6 Jahre. Aber ja, da muss man dann selber wissen, ob man noch ein bisschen wartet oder seinem Bub dann halt, kommt drauf an, ob man als Elternteil sagt, nee, du kannst hier schon jetzt mit der umgehen. Aber wie gesagt, die ist schon sehr, sehr schnell in Bezug auf die Darts. Gut, Schutzbrillen tragen ist natürlich klar. Oder man fängt mit sowas an. Da muss man halt gucken, was für Darts man kauft, damit die auch alle verballert werden. So, ja, hurra. So, mal wieder ein Video. Weitere Videos kommen. Muss mal gucken, dass ich dieses Jahr mal öfter was hochlade. Das war wieder Test mit Öl von YouTube. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Hey, lass mal ein Dart in Ruhe. Böse Katze. Böse Katze. Die hat noch nie im Leben einen Dart gesehen. Oh, ist das faszinierend. Wo ist der Dart? Wo ist der Dart? Da rollt der Dart. Wo ist der Dart? Tui! Ja, so kann man die Katzen auch beschäftigen. Ich zeige noch was Schöneres. So, die kann man noch besser beschäftigen, wenn man... So, macht man diesen hier. Dann macht man diesen hier. So, und? Ich muss noch warten, fehlt noch einer. So. Tschupp. Besser als Darts. Achso, der Dicke ist übrigens... Den kennt er ja noch. Da. Der Milchschnutenmann!